Gewitter im Kopf Highlights rein, oder? Best of Tourette hier, komm, ziehen wir uns mal ganz kurz rein. Aber nicht komplett, bisschen, okay? Und dann gehen wir rüber. Best of Tourette X13. Hallo! 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 Hallo, Herr Scheiß! Ja, Gott. Servus! Bro, Alter, mach mich doch direkt taub. Hey. Hallo, Freunde, Herr... Digga, ich werd taub. Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Keine Sorge, er wird dieses nicht überleben. Hi, Clips. Es ist so wild, wie Content über Content gefarmt wird, oder? Entschuldigung. Puppe? Hallo? 3 Euro die Stunde. Würde ich nehmen. Würde ich nehmen. Ist ein günstiges Angebot. Muss man rein. Das Oberbullenfötzchen. Ja. Also, Erst halten Sie Bullenfötzchen. Ich halte mich an die Etikette. Also er hat halt einen Herpes quasi. Ich hole dich hier raus. Dann stellen wir die Frage doch nochmal. Alles gut. Alles gut. Ihr seid vom Fernsehen, ihr seid scheiße. Ich weiß das. Wie der einfach real talkt. Okay. Kerbo, was geht? Wie lautet denn Ihr Name? Rick Georg, dankeschön. Ich stelle jetzt die Fragen. TV-Schlampe. Hättet ihr euch jemals vorgestellt, dass ihr vor... Das habe ich doch gerade beantwortet. Und danach wieder miteinander. Und jetzt schweben wir durch den Raum hier. Hast du Speed genommen, oder was? Wir können, glaube ich, schon mal anfangen, den Kuchen mit Pflaumen zu belegen. Und der kann im Backofen. Ja, wir nehmen ein paar nochmal raus. Nein, das nicht doch, machen. Das ist mein Pflaumenkuchen, du Pflaume. Das sind zu viele. Finger weg! Ja, einmal die ganze Saufkarte, bitte. Ja. Und das war das beste Video. Spaß. Oh, Junge! Geh mal eine entspannte Sauna. Ist es dann auch mit dem Ziel, die irgendwann wieder auszuwildern? Klar, wenn das möglich ist, ne? Es gibt auch manchmal den In Fall... In die Metzgerei. Dann können... Was sind gewisse Trigger für die Sachen, die gesagt werden? Also... Deine hässliche Uniform und dein Gesicht. Ja, du bist durch. Bist durch. Guck mal, ob du es rausziehen kannst. Du bist schon durch. Ja, es geht immer weiter. Bro, du musst aufhören, Jan, wirklich. Das geht weiter. Hör auf! Durchbohrt, du hast dich schon durchbohrt. Sorry, wollen Sie ein Foto mit mir machen? Ich bin Tim von Gewitter im Kopf. Okay, alles gut. Okay, das war so unangenehm. Jedes Mal, wenn ich irgendwen anspreche. Eine Schweigeminute für den gefallenen Bruder. Egal, du hattest nicht nach dem Hallo. Jetzt pendeln wir so ein bisschen wie Karneval. Dieser Blick. Jetzt ist der Tim wieder, der hier führt. Ist es okay, dass du gefilmt wirst? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Wie dreht man, muss ich drauf tippen, um das rumzudrehen? Nee, da musst du ganz kurz auf. Oh, da musst du die auf. Oh, sexy Papa. Die Fotos. Ja. Der Kuchen ist mit Liebe gemacht worden. Du wurdest nicht mit Liebe gemacht. Das weißt du doch gar nicht. Du warst ich hab deine Mama gefragt, ich hab die auch schon geknallt. Da die Autobahn, da die Straßenbahn, da die Eisenbahn. Müssen unsere Hunde schon echt starke Nerven haben, das stimmt schon. Bei jemand wie dir auf jeden Fall. Ja, das sowieso, das ist klar. Und siehe da. Hey, wie krass ist das denn? Heilige Mutter in meinem Arschloch. Wer kennt sie nicht, die heilige Mutter in seinem Arschloch. Oh Gott. Die sind alle hässlich, aber da ist schon was dabei. Ihr seid halt beide keine Augenweiden. Hallo! Fette Sau. Sagst du der Pflegerin? Der will dem Vogel einfach beibringen, dass der... Sagst du der Pflegerin? Ganz frische Nachwuchskräfte, wenn man das mal so sagen darf. Alles Vollidioten. Ja. Ja, wo sollen wir essen gehen? Café de Paris oder Spence und Hill? Wir sind YouTuber, wir können das. Dann musst du bei Bootshaus Hacken gehen. Alle, die immer und nicht denken. Die Rote knallen, das Hacken ist meine Aufgabe.
Ja gut, Prinzip schon mal verstanden. Immer die Tür zu, damit der Hund auch nicht. Wie in der JVA. Ganz genau so ist es. Ja. Rechter Fuß zeigt beim Partner dazwischen. Ich wurde wirklich frauenfeindlich beleidigt und ich würde das gerne, dass sie da eine Anzeige aufnehmen würden. Immerhin fährt die nicht Auto. Also wir... Junge, Alter. Junge, Junge, Junge. Wir bringen jetzt Jans Pfand weg. So viel ist das ja nicht, zum Glück. Verdeck die Schande! Nein, das ist nicht von mir! Nein, verdeck die Schande! Ja, willst du die Mitte der Höhle? Nein, Schatz! Nein, Schatz! Und lern auch durch den Außenbereich halt schon mal Geräusche kennen, die auch wichtig sind für spätere Leben als Freigänger. Damit ihnen das so vertraut ist. Für spätere Leben als Katzengulasch. Ja, zum Beispiel nicht. Bei mehreren Situationen ist uns wichtig. Ach du Scheiße, Digga. Die Zuschauer erstmal auf dem Platz sitzen bleiben. Auch weißt, dann, wenn ich ein Maschinengewehr auspacke. Das wird wie auf Utöja. Hohoho, Junge. Der Jan hat schon wieder die Führung übernommen. Ich weiß nicht, was das bei euch gibt. Es wird so lange geführt, bis Warschau wieder deutsch ist. Okay, Bro. Da manchmal gibt es nichts zu lachen. Das ist dann so richtig mini und das ist so ein richtiger Ömmes. Ein richtiger Ömmes, ja, genau. Das ist eher eine Waldraut. Ich habe noch was ganz, ganz Besonderes. Alter, zieh dieses T-Shirt aus, Tim, wirklich. Ist alles okay? Soll ich den Satz nochmal wiederholen? Pfannkuchen war ca. 40 Euro, die ich bekommen habe. Lächerlich, ich habe meinem UFO 80 Euro weggebracht. Na, das muss man erst mal schaffen als Alkoholiker. Ich bin der Eierbeauftragte. Nicht in die Eier! Nicht in die Pflaume! Nicht in die Eier! Nicht in die Pflaume! Oh nein, nicht auf in gar die keinen Eier. Pflaume! Nicht gar keinen Pflaume! Auf gar keinen Fall in die das Pflaume! Ist so bad. Aha, Einkaufswagen geklaut. Nein, alle gespendet. Wir klauen nicht, wir leihen nur. Ich habe aber mal einen geklaut. Sie haben einen Haben Sie denn irgendwelche Nachweise dafür? Ja, sicher doch. Die würden wir dann einmal gerne sehen. Nehmen Sie auch die Mastercard. Du hattest mich nach dem Hallo. Komm, wir treffen uns auf dem Klo. Ah, yo, Bro. Hier läuft das Weihnachtsmenü rum. Und wann hat denn das Ganze begonnen hier? Immer wenn ich tough gucke, warte ich darauf, bis es endlich vorbei ist, weil dann die Simpsons kommen. Einfacher Real Talk. Einfacher Real Talk, Leute, oder? Aber da bist du nicht der Einzige. Also ich nehme gerade mein eigenes Format, ey. Ist mir gerade auf. Mal gucken, ob du morgen immer noch da arbeitest. Wahrscheinlich nicht. Bin mir sicher, das geht so gerückt. Mama, immer darf ich einen Hund haben? Hundefleisch. Ja. Wissen Sie, was Tourette ist? Nein, das ist eine Frau. Oh, Junge. Leute, mit ihm feiern gehen, da kommen die wildesten Dance-Moves bei rum. Ich kann nicht mehr aufhören. Die Schuhe sind heute nicht in der Linke. Nur halb und jetzt so? Hände runter. Ja. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Ich mache eine Unterbrechung. Ja. Kinderpipi. Ist das hier das Stasi-Haus? Wir sind vom Abstand 21. Ich bin vom Arbeitsamt, damit ihr den richtigen Job bekommt. Also kommt sie aus einer Familie oder was für ein Umfeld? Sie kommt aus Bulgarien, vom Tierschutzverein. Krass. Willst du wirklich noch einen Ausländer nach Hause holen? Alter, Junge. Wir haben ja mit allen Fotos gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Und aufgrund der aktuellen Corona-Richtlinien dürfen wir leider auch nicht so nah dran kommen. Das ist natürlich auch sehr schade. Gott sei Dank haben wir eine Pandemie. Von mir aus kann es auch Ebola sein. Das ist keine gute Idee. Bah, doch, nein, das ist eh schon genug Fett. Asche zu Asche. Jetzt grooven. Yeah. Beide Hände. Oh ja, der Heavy Metal Grooven, der Boss. Was ist das? Was denkst du denn? Tim, du hast dich doch wohl nicht schon daran befriedigt. Oh, das ist richtig geil, ist das einfach. Das ist einfach nur richtig geil. Doch, hast du. Oh, guck mal, wie der da reinlangt. Einfach nur geil, oder? Das ist ja nicht für mich. Oh. Nein. Nein, Gott.
geht hier Alarm los. Ich frag mich, was sich der Typ in der Kamera jetzt denkt. Ich glaube, wir fallen besser. Das ist die Missgeburt. Der disst einfach das Aquarium. Und da liegt auch das Futter von Revi auf dem Boden. Karotten, ja, weil ich Vegetarier bin. Okay, I see. Musche Party! Ich habe jetzt gerade nur den Hahnentritt noch rausgemacht. Den was? Bio-LK! Wow, Vorher-Nachher-Show. Sehr schön. Komm mal auf die Fläche. Noch hässlicher als vorher. Na los, kommen Sie. Okay, ich komme. Der Typ sieht sehr vertrauenswürdig aus. Ich gehe einfach mal mit ihm mit, mal gucken, wo wir landen. Xian 187, Dankeschön, Bro. Kuss. Dem würde ich auf den Zehner hinterherlaufen, Digga, ganz klar. Eier, Butter, Käse, Mehl. Dieses Video war so geil. Das war so legendär, Mann. Gib es mir. Ich will es mir. Jetzt gib es mir. Gib es mir. Sieht so verstört aus. Ach, jetzt mach doch die Scheiße aus. Der Penner kommt später erst. Aber die Musik stört uns tatsächlich, oder? Ja, weil die von Revi kommt. Schlimm, oder? Du kleiner Hundesohn, Digga. Ich habe die afrikanische Schweinepest. Mhm. Das ist für die Katzen vollkommen egal. Also die haben ganz andere Sachen. Ich habe auch Katzen-Aids. Katzen-Aids. Und die Hände zum Himmel. Komm, lasst uns ruhig. Wir tanzen gar nicht so geil. Wir müssen die noch ein bisschen verteilen. Ich mach da gleich Äpfel irgendwas, drauf. Irgendwas klibbert da so. Das ist ja eklig. Das ist meine Pisse. Nein. Das war immer mal unangenehm. Das war immer mal unangenehm. Weiter. Wie zieht man wieder nur auf an? Sieht man so an? Der hat seine Maske nicht an, nimmt den fest. Du hast schon gesehen, wie es aussieht, aber du weißt nicht, was es ist, oder? Ich hab keine Ahnung, dass es eine Sauna sein soll. Schnell überrasch mich. Vielleicht ist es ja eine Sauna, man weiß es nicht. Geht der verrückteste Pflaumenkuchen der Welt in den Ofen? In den Ofen. Grüß Anne Frank von mir. Alter. Aber in den nächsten Tagen wird dann da auf dem Konto vom Tierheim was zu sehen sein. Dann sage ich auf jeden Fall im Namen des Tierheims. Smokey Zero, danke schön für deinen Preis. Kuss. Danke schön, Bro. So ein Essen-Styling Geist. Komm ich mal eins zur Überraschung, wo noch ich drauf bin. Die Person wird sich richtig freuen. Ich weiß, die Person zündet das an. Halt, jetzt kann man gar nicht wetter. Nein! Wiener Walzer, wir wollen stehen. Ja. Das ist was anderes, das ist Tango. Wir machen Wiener Walzer. Ach, da zieht man sich an den Haaren. Ja. Echt? Ja, sollen wir nicht wieder runterfahren? Also wir fahren und du gehst wieder runter. Du bist ja jetzt schon in Übung. Ja, Leute. Wildes Best-of.